Anja von anjajakob.com, kreativ spielen zum Erfolg. Ich freue mich, dass du dich für Malibus Abenteuer interessierst und ja, was wir alles so im Alltag erleben. Und diesmal geht es um Abenteuer, die ihr gemeinsam bei eurem Spaziergang im Wald erleben könnt. Das Ziel ist dabei, dass du draußen wesentlich interessanter für deinen Hund wirst als die Umwelt, weil du immer wieder tolle Spielideen hast. Und ja, drei, die wir diesmal vorstellen, sind zum einen der Leckerchenbaum. Dabei ist es mir wichtig, dass mein Hund mitbekommt, dass ich die Leckerchen oder was auch immer an diesem Baum verstecke. Leberwurst habe ich auch genommen, damit er nicht von selbst auf die Suche geht, ob er im Wald irgendwas Essbares findet. Und ja, eben weiß, dass wir das Spiel gemeinsam spielen. Beim zweiten Spiel hatte ich eigentlich einen anderen Spielplan und der Malibu hat ein neues Spiel erfunden. Er sagte, er will das anders spielen und dann haben wir mal eben ein neues Spiel erfunden und das haben wir den Klettermax oder die Bergziege genannt. Und das dritte Spiel, das ich vorstelle, das ist mir auch sehr wichtig, das spiele ich auch gerne an anderen Orten. Das ist das Spiel Behalt mich im Auge und folge mir, denn sonst verstecke ich mich und du musst mich suchen. Und bei mir laufen die Hunde, auch ja, die Welpen, wesentlich mehr ohne Leine als mit Leine, weil ich von Anfang an ja, eben fördern möchte, dass er mich im Auge behält und nicht ich ihn. Auch die Mutterhündin würde, oder ja, andere Hunde im Rudel, die würden nie immer schauen, wo der Welpe ist und was der gerade macht. Dazu neigen wir als Menschen aber. Oh, jetzt schnuffelt er, oder bleibe ich stehen, oh, wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Und ja, dann lernt der Welpe, dass wir nach ihm gucken und er nicht aufpassen muss, dass er nicht verloren geht. Wenn ich aber einfach meiner Wege gehe und ihn höchstens so aus dem Augenwinkel mit, ja, dass ich ungefähr weiß, wo er ist. Und also, ja, ich muss schon immer achten, dass er jetzt nicht aus Panik in eine andere Richtung läuft. Also ihr müsst ihn schon im Auge haben, aber eben nicht die ganze Zeit den Blick bei ihm, damit er ja, sich nicht die ganze Zeit beobachtet fühlt, sondern merkt, dass ihr einfach euer Ding macht. Und dazu einfach stur loslaufen und immer wieder die Richtung ändern. Wenn er dann aufschließt oder auch mal ein Stückchen überholt, dann einfach auf dem Absatz kehrt machen, in eine andere Richtung gehen, sich auch mal hinter einem Busch oder Baum verstecken und so vorbeischielen oder durch die Äste schielen. Und wenn ihr merkt, dass er anfängt, euch zu suchen, dann werden sie oft so ein bisschen, ja, bleiben auf einmal starr stehen, gucken. Und dann ist es wichtig, vielleicht doch mal ein Laut von sich zu geben und den Namen zu rufen, weil es auch sein kann, dass der Hund sonst, ja, so ein klein bisschen Panik bekommt und anfängt loszulaufen und dann oft in die Richtung, wo er uns das letzte Mal gesehen hat. Und ja, und dann haben sie manchmal die Ohren auf Durchzug, also nicht so lange warten, so klein wie die noch sind, schon auch noch helfen, dass sie euch schnell finden und dann auch ganz toll loben. Und ja, dann wieder weitergehen. Such du mal schön weiter. Malibu, schau mal. Schau mal hier. Malibu, schau mal da weiter. Schau mal da. Und weiter, such, wo ist es? Boah, was du alles findest. Und schau mal da weiter.
noch mehr. Schau mal da oben. Oh, klasse. Und schau mal, da ist noch mehr. Schau mal da oben. Schau mal hier. Da oben. Da ist noch was. Und sich ganz lang machen. Ja, ganz lang. Super. Ist ja alles gefunden. Bist du sicher? Boah, klasse. So fein. Sollen wir den nochmal bespicken? Machen wir nochmal, gell? Machen wir nochmal. Komm, gibt's nochmal. Komm mit. Upsa. Komm mit, pass auf. Gut gemacht. Klasse. Malibu. Schau mal hier. Schau mal. Schau mal. Hier. Touch. Gut. Das ist ganz oben. Das brauchen wir eigentlich nicht. Schau mal. So. Hallo. Touch. Gut. Du willst ganz hoch. Du willst heute ganz drauf. Dann machen wir Klettern. Schau mal. Und so. Hallo. Und Olli, du Kletter magst. Klasse. Klasse, gut gemacht. Oh, pass auf. Malibu. Action. Spielen wir Bergziege? Wir spielen Bergziege. Bergziege ist cool. Neues Spiel entdeckt. Pass auf. Der Schlumpf. Komm nochmal, Bergziege.
Bergziege. Oh, cool. Bergziege. Klasse. Habe ich eine kleine Bergziege. Cool. Pass auf. Und noch eine. Malibu. Komm, Action. Action. Bergziege. Klasse. Eine Bergziege. Cool. Super. Klasse gemacht. So eine tolle Bergziege. Super, mal fertig. Sein Päuschen. Ein Päuschen. Komm her, kuscheln. Komm, kuscheln. Ja, komm, kuscheln. Komm schön, kuscheln. Pause. So ist es fein. Laufen. Mach das natürlich nur an Orten, wo du dir sicher sein kannst, dass weit und breit keine Straße ist und nichts passieren kann. Und ja, dass ihr auch möglichst allein unterwegs seid und ja, jetzt nicht also an irgendwelchen belebten Orten, damit möglichst jetzt nicht Radfahrer, Jogger, andere Hunde oder sonstiges das Spiel durchkreuzen. Und ja, dann wirst du schon bald einen Hund haben, der immer ja, dich irgendwo im Auge behält, damit er nicht verloren geht und ja. So habt ihr wunderschöne Spaziergänge und dein Hund wird dich toll finden, weil du dir immer wieder neue Spielideen ausdenkst. Schreib mir doch gerne auch ja, unten in die Kommentare, was dir noch für Spiele im Wald einfallen, was du gerne mit deinem Hund spielst oder zu welchen welche Ideen dir jetzt aufkommen. Und ja, ich würde mich freuen, von dir zu hören. Viel Spaß mit deinem Hund beim nächsten Waldspaziergang.